Heute sind wir für euch zusammen in einer alten Psychiatrie. Hey Freunde und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute sind wir für euch zusammen in einer alten Psychiatrie bzw. Schwesternwohnheim. Ja, schauen wir uns heute gemeinsam an. Ja, und es gibt auch noch ein Gewinnspiel. Dazu komme ich später noch. Jetzt schauen wir uns erstmal ein bisschen um. Auf geht's. So, ihr Lieben, hier ist das komplette Dingen und der Gebäudekomplex, wo wir drin stehen. Vielleicht kann ich euch nachher noch mehr zeigen. Wir schauen jetzt erstmal, dass wir hochkommen. Hier ist auch ein Snack für unterwegs. Naja, auf geht's, Leute. Ja, hier haben wir so einen uralten Wäscheschrank. Schätze ich mal, dass das einer ist. Vielleicht wurden auch Unterlagen gehortet. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ein Riesenkomplex. Von da sind wir gekommen. Und hier geht es noch nach oben. So, Leute, wir sind jetzt eine Etage hochgegangen. Das hier war mal der ehemalige Innenhof. Aber alles zugewachsen. Richtig krank, die Location hier. Jetzt nur so eine blutüberströmte Badewanne. Das wäre doch mal krass. Schon wieder diese irren, dunklen, langen Gänge. Kommt richtiges Horror-Feeling auf. Richtig krank, ey. Einfach mal Riesenräume. Und das hier ist der Gebäudekomplex, wo wir eben drin waren. Scheiße, hast du das gehört?
Leute, wir haben was gehört. Wir sollten uns erstmal von den Fenstern fernhalten. Nicht, dass uns einer sieht. Muss das hier drin sein, das war eben bei uns. Das klang so wie aus dem anderen Gebäude. Ach du Scheiße. Okay, richtig krank, Leute. Wir sind wohl nicht alleine. Sieht selber, wie alles runterkommt. Komplette Decke. War die Tür auch schon zu? Ja. Okay, Leute, wir sind jetzt erstmal rausgegangen. Kurz frische Luft schnappen. Und ja, die Gunst der Stunde werde ich jetzt mal nutzen. Ich möchte dieses Ding hier, die schöne Taschenlampe, unter die Leute bringen. Die hat knapp 500 Lumen und 4 Betriebsarten mit einer Wandhalterung und wird über USB-Anschluss geladen. Wer von euch Interesse hat, Bock dran hat, ja, schreibt gerne mal unter dieses Video, schreibt einfach mal eine 1 drunter, wer Bock drauf hat. Und ja, dann werde ich mal einen auslosen, der diese Lampe dann zugeschickt bekommt. Okay, wir sind jetzt wieder drin. Aber wir halten uns jetzt auch nicht zu lange auf, Leute. Weil wir sind definitiv nicht alleine. Da geht es auch noch eine Treppe nach oben. Fuck, der war vorne bei uns. Scheiße. Und das sah schon ein bisschen hardcore-kriminell aus, wie sie das angehört haben. Ja, Leute, hier ist andere und Gerumse. Gerade neben uns noch. Wir müssen echt aufpassen. Ich sag ja, wir sind nicht alleine. Ich lasse jetzt die Kamera solange es geht durchlaufen. Also, verzeiht mir bitte das verwackelte Bild oder sowas. Ist auf jeden Fall krank. Safe. Scheiße.
Leute werden den Aufzugsschacht gefunden. Da oben hängt der Aufzug. Hier geht's runter in den Keller. Aber wenn wir da jetzt runtergehen, sitzen wir in der Falle. Scheiße. Schritte hinter uns. Wir müssen raus. Okay, Leute, schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr gemacht hättet. Wird ihr abgehauen oder nicht? Nicht lassen. Ist noch ein kleiner Gang, den wollen wir uns anschauen. Da ist der Heizungsraum. So Leute, wir sind jetzt erstmal raus. Aus dem irren Ding da. Aus dem irren Ding. Wir sind ja da angekommen. Zuerst alles gut. Da wollten wir zum Ausgang. Da habe ich nochmal geguckt, ob alles in Ordnung ist. Und am Bums war der irgendwie direkt unter uns oder hinter uns. Und der war vorher oben. Über uns. Der hat irgendwie 3 oder 4 Stockwerke. Und auf einmal stand er da. Richtig krank. Leider konnten wir euch nicht viel zeigen. Aber ich bin schon mal in der Psychiatrie, Schwesternwohnheim gewesen. Da gibt es auch noch ein Video auf meinem Kanal. Könnt ihr ja gerne mal schauen. Ja, mach ich auch. Und da knall ich auch nochmal in die Infobox. Ja, auf jeden Fall kranke Nummer. Scheiße, ich hätte euch gerne mehr gezeigt. Aber, naja. Wir haben ja noch was. Ist ja nicht so, dass wir jetzt nichts mehr in der Tasche haben. Gleich geht's noch zu einer anderen Location. Und dann mal schauen, wie es da läuft. Bis dahin, Leute. Bleibt froh und gesund. Lebt euer Abenteuer. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.